Hallo, grüß dich. Das Leben. Das Leben ist ein ebener Fluss. Da muss ja Il Lagus eben wie flach. Ursprünglich am Grund wie der Eber. Und wenn es im Leben, wenn man im Fluss ist, ist es eben. Und wenn man aus dem Fluss rausgeht, merkt man das dann einfach, dass es dann holperig wird. Und dieses Geholpere ist im Endeffekt nichts anderes als ein Versuch unserer Verstandesprägung, uns zu beweisen, dass das Leben eben nicht eben ist. So wie auch das Meer. Das Meer, wenn es ruhig ist, ist eben, ganz flach. Es ist eigentlich immer eben, aber je nach Böe oder je nach Einflussnahme des Windes, des Geistigen, verändert sich die Oberfläche von einem leichten, kräuselnden Wellengang hin zu einem schweren Sturm mit schweren Wogen. Und das alles macht der Wind. Also ist es eine genau genommen logische Schlussfolgerung, dass wenn unser Leben durch Wogen ins Wackeln gebracht wird oder erschüttert wird, das irgendwas mit dem Wind zu tun haben muss, also mit unserem Geist. Dass wir zu heftig denken, in eine falsche Richtung denken, nicht linear denken, sondern mal so und das bringt also die ganze Emotionalität, das ganze Gefühl, die ganze Oberfläche des Ozeans in Wallung. Und das kann ja ganz lustig sein beim Segeln und so weiter, bis zu einer gewissen Windstärke, also bis zu einem gewissen Gedanken, bis zu einem gewissen Gedankensturm. Und es gibt zwei Möglichkeiten, damit man beim Sturm nicht kentert. Also entweder man nimmt die Segel runter, das heißt, man geht aus dem Widerstand, oder man befriedet den Sturm, so wie Jesus mit den Fischern es gemacht hat, wo er einfach hergegangen ist, wie sie sich abgeschissen haben im Boot, und hat zum Sturm einfach gesagt, schweig. Das heißt nichts anderes für uns Menschen, als unserem Kopf zu sagen, schweig. Setze deine Gedanken still. Dann ist der Sturm weg, dann ist der Wind weg, die Wogen glätten sich und es wird wieder ganz ruhig und eben. Und nur wenn es eben ist, kann man auch sehen, kann man in die Ferne sehen, kann man den Horizont sehen. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich so die letzten Tage und Wochen gehabt habe. Und jetzt verstehe ich auch, was die Buddhisten meinen mit befriede deinen Geist. Beruhige deinen Geist. Wenn es im Kopf ruhig ist, wenn man den Gedanken die Chance gibt, sich zu beruhigen und zu sagen, ja, ihr dürft da sein, aber es ist gut jetzt. Dann ist es so, wie Jesus zum Sturm gesagt hat, Sturm, schweig. Dem Kopf zu sagen, hör auf zu denken, das ist alles nur eine Idee. Und dann wird es eben. Und das ist dann Leben im Sein. Da läuft es dann einfach. In diesem Sinne, dir, mir, uns allen eine verstandesgeruhsame Zeit im Fühlen, im Erfülltsein und falls ein wenig Wind aufkommt zwischen die Hörner im Geweih, dann einfach aufschauen und sagen, Ruhe, Stopp, aus mit Denken. Man kann auch ganz laut Stopp sagen, das funktioniert auch, der Verstand versteht das. Ja. Macht es gut, gehabt euch wohl. Auf Plan Eden ist das Leben eben für all jene, die verstanden haben, zu leben. Aho. Oder Ahoi. Ahoi ist nur besser, weil dann I. Aho, I.
Es möge sich erden, so ist es in mir. Ahoi. Ciao.